Moin Leute, Harry wieder am Start. Heute ist ein mega verregneter, dunkler, düster Tag, deshalb bin ich auch noch ein bisschen nass und vor allem, das seht ihr gerade nicht, aber mein Pullover, meine Hose, meine Socken habe ich schon ausgezogen, aber alles komplett durchnässt. Aber hält mich natürlich nicht davon ab, dieses nice Team zu benutzen, Freunde. Ja, das ist mega nice auf jeden Fall. Ich bin ein großer Fan von dem Team. Ich habe das Team sogar einem anderen Streamer oder YouTuber gegeben, dem Heiji. Ich werde einfach mal den Link zu dem Stream in die Beschreibung tun, falls ihr das angucken wollt. Da hat er mein Team benutzt. Ich war auch die ganze Zeit dabei, habe mir das angeguckt und geguckt, was er alles für schlechte Plays macht. Nein, Quatsch. Nein, aber das war ganz witzig. Also da bin ich auf jeden Fall. Ja, das fand ich sehr cool. Heute ist, ich glaube, der vierte. Ja, der vierte. Und ich habe noch nicht einen Kampf gespielt. Naja, legen wir mal los, Freunde. Mit dem neuen Meta hier. Müssen wir wieder Hi zur Ecke sagen. Ja, das Team ist auf jeden Fall sehr cringe. So habe ich das genannt. Weil es ist natürlich, was meine Lead-Standards angeht, ist dem nicht ganz gerecht geworden. Und mein PC ist wieder eingefroren. Naja, aber trotzdem haben wir ein paar meiner Lieblingscores, wie zum Beispiel Knogger und Quote. Einer meiner Lieblingscores, den habe ich mir ausgedacht. Milotic und Kalyrex finde ich ist auch ganz fresh. Aber ich finde die Kombi von Regentanzhard auf A, es geht wieder. Das heißt, er geht in der Regentanzhard auf seinem Voltolos. Das heißt, was ich machen will, ist Mimigma leaden. Und dann will ich eventuell Quote reinwechseln. Ich könnte mir vorstellen, Mimigma Milotic zu leaden. Denn wenn der Gegner die Meteoros leadet, ist er einfach komplett am Arsch. Falls er damit zum Beispiel mein Quote mit Saflor hops nehmen will. Ich werde auf jeden Fall mein Quote mitnehmen. Als letztes Pokémon kann ich mir Calyrex gut vorstellen. Das hops nämlich eigentlich fast alles vom Gegner. Das heißt, ja, das werde ich mal ausprobieren. Mal gucken, wie das so wird, Freunde. Ich habe auch noch ein weiteres Team, an dem, was, ich habe es noch nicht einmal ausprobiert, aber ein Team mit physischem Kapukima. Also mal gucken, ob ihr das, also wenn ihr das sehen wollt, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Ich werde es nicht 1000 pro benutzen. Und was ich auch dachte, was richtig gut wäre, wäre Palkia. Denn Palkia hat halt einerseits den Vorteil, den ich in dem einen Team, ich glaube nicht, dass ich das in dem Video, doch, doch, das Samazeta-Team. Ich habe später noch eine Version mit Sashin gemacht, die noch ein paar andere Tipps und Tricks hatte. Und da war halt die Idee, Sashin-Teams benutzen normalerweise Regen, um halt Sonne zu kontern, dann muss man einfach selber Regen. Und genau das kann man ja hier jetzt auch machen. Und dieses Mal habe ich mir gedacht, man kann halt, was kann man machen? Man kann halt easy, damit auch Sonnenteams kontern, wo man halt Regentanz und Beerus noch hat. Und man kann auch Flammenwurf spielen auf dem guten Palkia, sodass man damit halt richtig fett abgehen kann. So, die Frage ist jetzt, wen will ich killen? Wer ist das größte Problem? Ich würde sogar sagen, die Meteoros ist gar nicht so ein großes Problem. Ja, die Meteoros ist nicht so ein großes Problem. Ich werde einfach mal mit meinem Plus 2 Milotic dieses Sashin angreifen und auf Bezauberung gehen. Dann kann ich nächsten Zug nämlich auf Irrlicht gehen. Und der Dynamax sein die Meteoros instant. Ich glaube nicht, dass ich Double Up mehr bei Milotic killen sollte. Wenn ja, wäre es natürlich mega schlecht. Dann habe ich zwar noch nicht instant verloren, aber es würde die Position um einiges verschlechtern. Gucken wir mal, Freunde. Gucken wir mal, ob der Double Up Milotic killt. Ich hatte nämlich recht viel Bulk auf dem Milotic. Ich werde mal kurz nachgucken, wie viel. Ich habe, wo ist das Team? Hier, das Team ist es. 172 KP auf dem Minute. Ja, mal gucken, was hier jetzt passieren wird in diesem Kampf. Uiuiui, hier ist ja richtig viel abgegangen in diesem Discord hier. Nice. Ne, egal. Mal gucken. Okay, Gigantenhieb. Das geht anscheinend in das Mimikma, wie es aussieht. Habe ich das richtig gesehen? Oh. Der Bro will also meinen Bizarro-Raum aufhalten. Naja, dafür gibt er mir seinen Sachstehen. Damit bin ich voll in Ordnung, muss ich sagen. Die Frage ist, ob er mit mir überhaupt stirbt. Ich habe halt, quote unquote, nur maximale KP. Aber wenn das die Meteoros halt nicht irgendein richtig heftig Damage boostendes Item hat, glaube ich nicht, dass es killt. Oh, hat der Gegner wohl. Vielleicht Leben Orb. Hat der Gegner Leben Orb? Nee, sieht nicht so aus. Ja, gut, dass ich auf jeden Fall das Sashin getötet habe. Weil jetzt kann ich Calyrex gehen. Okay, es ist auch tot. Stell dich vor, das hätte ich überlebt. Alter, Milotic. Legende auf jeden Fall.
Mal gucken. Ich werde jetzt wahrscheinlich Kralirex reinbringen. Halt entweder auf Glacialance oder einfach auf Kick umgehen. Weil der Gegner muss mich halt wieder doublen. Und jetzt Kultus zu gehen, der gibt natürlich gar keinen Sinn einfach. Muss man ja einfach so sagen. Okay, der Gegner geht Kingdra. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, mit Zauber rauszukriegen. Außer halt, ich könnte halt auch auf Protect gehen, ne? Alkalix ist halt mega valuable hier. Ich glaube, ich gehe sogar wirklich einfach auf Protect und töte dann das Demeteros. Und dann versuche ich nächsten Zug nochmal auf Bezauberung zu gehen. Weil ich will halt nicht, dass der Gegner mich hier double. Darauf habe ich einfach null Bock, Freunde, muss ich echt zugeben. Und er hat halt einfach kaum Schaden in meinem Milotic. Wenn ich halt Bezauberung rauskriege, gewinne ich. Das weiß der Gegner wahrscheinlich besser als ich. Okay, Lehmbrühe, geht das daneben? Mal gucken. Okay, bitte Genauigkeitsdrop, bitte Genauigkeitsdrop, bitte Genauigkeitsdrop. Schade, das wäre so witzig gewesen, wie mit dem einen Kampf gegen Phantom. Das wäre einfach komplett witzig gewesen. Okay, der Gegner geht auf deinen Brocken, macht einfach null Schaden und er aktiviert meinen Schwächenschutz. Oh yeah, Baby. Gib mir meinen Schwächenschutz, gib mir meinen Schwächenschutz. Danke, Bro. Danke, danke. Ach, es macht Spaß. Leute mit Milotic zu sweepen hat noch nie so viel Spaß gemacht, Freunde. Milotic vielleicht sogar eins meiner neuen Lieblings-Pokémon, denn CBs 11? CBs 11 sind wir gerade. Lol. Komplett lost, der Spaß. Oh Mann. Ja, Mann, Dynamax Milotic mit dem Nebenort haut richtig rein, Freunde. Sashi hat ultimativ was schon mal hops genommen. Einfach komplett clean, der Sweep, Freunde. Einfach Pseudo Redirection ist einfach meine Lieblingsstrategie. Du hast einfach zwei Pokémon, die den Gegner komplett hops nehmen und der Gegner muss sich entscheiden, was er tötet. Mit Abstand meine Lieblingsstrategie, Freunde. Jetzt werde ich auf jeden Fall mal versuchen, in den Zauberraum rauszubringen und dann deiner Abschluss auf Quack zu gehen, weil ich ihn halt in Range von Blizzard Land zu bringen will. Wäre es natürlich witzig, wenn der Gegner jetzt auf Abgesang geht. Okay, er droppt einfach mal an Draco. Danke, sehen, wie viel Schaden das macht in mein Kalibex. Oh, das macht schon einiges an Schaden. Da könnte mich Quaxo dann sogar töten. Aber der Gegner hat halt jetzt minus 2 Spezialangriff. Und wir wissen, dass er Leben auf hat. Dein Abschluss kommt raus. Das Geile ist halt, wir kriegen auf beiden unserer Pokémon einen Spezialverteidigungsboost. Das heißt, selbst wenn er jetzt ein richtig fettes Siede, was er droppen sollte, könnten wir das vielleicht sogar überleben, dank dem Spezialverteidigungsboost und dann mit Zauberung rauskriegen und dann zu gewinnen. Okay, Siede Wasser kommt raus. Oh, und wir tanken, Freunde. Wir werden verbrannt. Scheiße, aber halb so wild, Freunde, denn wir haben Wahlglasquote. Wahlglasquote, Freunde. Ich persönlich bin da selber auch nicht so ein krasser Fan von Wahlglasquote. Ja, aber halt in dem Team, was ich jetzt habe, finde ich, es passt einfach mega gut in das Team, Freunde. Einfach mega fresh, dieses Viech. Deshalb, ja, in dem Team finde ich es einfach super. Ihr wisst ja sicherlich, wenn ihr meinen Kanal verfolgt, was, also, ja, dann wisst ihr natürlich, dass ich mit Quote schon richtig reingeschaltet habe, Freunde. Double Protect? Double Protect. Und ja, diesmal habe ich halt die Wahlglas-Variante, weil ich halt in dem Team den extra Chip richtig nice finde. Zum Beispiel gegen Wasser, Valoroso oder gegen Dialga oder so. Da ist der Chip halt einfach mega appreciated. Hatte hätte ich auch schon angesprochen, also der Typ, der das Team im Stream benutzt hat. Dass er das nicht unbedingt so nice finde, aber ich finde in dem Team war echt nice. Alter, er ist einfach so krass abgegangen mit den Quoten, ne? Er hatte einfach einen Kampf, wo er einfach nicht Quick und draußen hatte gegen ein Palkia-Team und einfach Quacken Quoten hat den Typen gespeed vom Gegner, dank dem Wahlglas. Einfach, das war einfach einer, ja, schön, der wildesten Kämpfe, die ich je gesehen habe. Boah, ich habe voll Schluck auf. Ah, unmöglich. Ich gehe einfach auch mal straight auf eine Eruption, ist hier gar kein gutes Licht zu machen, weil es halt Quack so immer tötet und dann halt Eisstrahl. Ja, es hat einfach komplett die Milotic-Kopfnahme, Freunde, muss man einfach sagen. Also, wenn ihr Milotic benutzen wollt, Freunde, benutzt dieses Team. Milotic, mega gut. Küsschen auf jeden Fall für dich. Finde ich Milotic, hast gut gemacht. Ja, richtig nice. Ist halt, ja. Der Gegner war zwar mega gut, muss man einfach sagen, aber er war halt einfach nicht gut genug. Alter, ich bin so ein Arschloch manchmal. Aber es ist halt einfach die harte Wahrheit, Freunde. Muss man einfach so sagen. So, da, ich meine, muss man wirklich einfach so sagen.
Mein Team ist halt einfach schon fresh. Oh, mir fällt ein, man sieht Quapo-Werte gar nicht. Oh mein Gott, wie konnte ich das nur gewinnen ohne Quapo-Werte, Alter? What the fuck? Alter, boah. Das ist was ein Wunder. Oha, Volltreffer, ja, der hat gemettert. Ach Mensch. Ja, Milotic auf jeden Fall komplettes Ehren-Pokémon. Also, nicht wirklich. Eigentlich hasse ich Milotic. Vor allem, weil immer wenn du dagegen kämpfst, du denkst halt immer, es ist Keul, ne? Und Keul ist sowas von widerlich. Naja, Milotic hat den Gegner halt komplett hops genommen. Ja. Benutzt Milotic, Freunde, Milotic ist gut. Außer gegen mich. Ja, wobei gegen mich könnt ihr auch Milotic benutzen, aber dann die Leben auf Variante. Lass mal das Team vom Gegner angucken, das interessiert mich. Okay. Lehmbrühe. Okay. Quaxo. Okay, hat er denn vor allem physische Defensives? Ja, ist halt absolut alles Standard, was wir hier sehen. Bonusbeere. Okay, hatte das Wort Goldschloss, wie ich mit reden kannst. Ich wusste es. Ich wusste es, Freunde. Sehr bulkiges Sarschiel. Interessant. Ja, interessant. Und Irrlicht-Offensives. Hat er rechte Hand auf dem Katapult? Interessant, interessant. Das ist ein sehr cooles Katapult-Rasset, das merke ich mir auf jeden Fall mal. Ja, dann ab zum nächsten Kampf, Freunde. Gutes Team, gute Gegner, aber halt nicht gut genug, um halt nicht von Minute Cops genommen zu werden. Oh, 100% Siegesserie mit diesem Team, Freunde. Easy. Easy. Nein, alles gut. Ich meine, das ist jetzt nicht so der High-Level-Content, den man von mir gewohnt ist. Aber ich meine, das kommt noch, Freunde. Also lasst ein Abo da und ein Like da, wenn ihr das sehen wollt. Also, ich meine, für die zwei Leute, die das Video angeklickt haben, ist wahrscheinlich eh schon. Juckt es wahrscheinlich eh nicht so hart. Aber naja, ist ja halb so wild. Seid auf jeden Fall real, wenn ihr bis hier guckt. Muss man einfach so sagen, Freunde. Gegen den Rang 9-K-Typen. Mit Kyogre. Und nochmal zwei Bedroher-Pokémon, Freunde. Diesmal werde ich also mit Milotic und mit Visaflor leaden und dann werde ich Grotel mitnehmen und dann muss ich wieder Calyrex mitnehmen. Ich habe halt mega Schiss vor dem Urshifu. Die Frage ist, lohnt es sich Mimik mal mitzunehmen? Ich weiß nicht was, also wenn ich halt, würde es sich eigentlich schon lohnen, so ein Mimik mal Lead? Vielleicht könnte ich Mimik mal statt Visaflor im Lead mitnehmen. Und dann halt Calyrex. Und dann halt nicht Quote. Aber dann habe ich halt keinen Schaden. Nee. Ich glaube, mir lohnt sich nicht. Ich muss irgendwie gucken, dass ich das Teil irgendwie besiegt kriege, das Urshifu auf andere Art und Weise. Vielleicht mit Melodik, vielleicht eben Trico. Mal gucken, Freunde. Yeah. Ach man, ich bin so diesem Discord, also die geben sich ja gerade alle voll witzige Spitznamen. Ich werde die jetzt nicht nennen, so, weil ich meine, ich habe das mit denen nicht abgesprochen oder so. Aber ich. Bruh. Okay, er leadet Urshifu und Demetiros. Und da weiß ich direkt, wen ich zu killen habe, Freunde. Ich könnte natürlich. Ne. Ich werde einfach mal drin. Ah, oh, Mimikma wäre jetzt schon Premium gewesen, muss man schon sagen, Freunde. Ich glaube halt, er will mal mit dieser Floyd die Hops nehmen. Ich werde wirklich einfach das Valuoso angreifen und dann versuchen, Trickroom rauszukriegen. Big Band wäre es natürlich jetzt auch auf Max Hellstorm oder sowas zu gehen. Die Frage ist, will ich den Gegner doublen? Ich glaube schon, dass ich den doublen will. Falls er einen Focus Code hat. Ich könnte natürlich auch auf Schlafbruder gehen, aber. Also, wir werden halt höchstwahrscheinlich jetzt Demeteros hier Dynamaxen sehen. Der Controller ist mega nervig. Ich hasse das, dass man nicht ausstellen kann, dass er vibriert, Alter. So, wisst ihr, wie ich meine? Naja, egal. Mal gucken, was der Gegner macht. Wird er meinen Visaflor hops nehmen? Wird er sein Valoroso schilden? Sehen Sie es nach der Werbeunterbrechung? Alter, ich habe voll vergessen, wie nervig Dynamics-Animationen sind. Jetzt weiß ich wieder, warum ich die Pokémon-Videos früher alle geschnitten habe, Alter. Jetzt muss ich dauernd irgendwelche dumme Scheiße labern. Alter, Zeit für Showdown-Videos wieder. Nein, die guckt sich kein Schwein an. Noch weniger als meine eigentlichen Pokémon-Videos. Irgendwie so lost. So, Jan war so letztens so, Alter, ich habe ja voll vergessen, dass du YouTube-Videos machst. Ich war so, bruh. Okay, er greift mal Melodic an. Alter, das macht übelst viel Schaden. Excuse me, Sir?
Und deiner Düse geht immer in dieser Flur. Nee, auch immer Milotic. Bro, aber Milotic ist fake. Milotic ist fake, Freunde. Richtig nice. Ich weiß halt nicht, ob der Geld eine Prunusbeere auf seinem Demeteros hat. So, Matschpumpe. Wir haben schon mal das größte Problem vom Gegner besiegt. Jetzt müssen wir immer noch das Demeteros irgendwie besiegen. Was hat der denn noch für eine Musik? Kyogre, ne? Kyogre wird auch noch ein Problem, vor allem wenn er meinen Visaflor fickt, aber davon glaube ich, das glaube ich nicht. Wir müssen jetzt überlegen, was wir machen. Der Gegner hat das mega schlau gemacht, mein Multi geht zu Double. Ich könnte auf deine Wall gehen und auf Schlafbruder zum Beispiel, das wäre eine Option. Ich könnte halt das Kyogre einfach einschläfern und gute Nacht sagen, dann halt auf deiner Wall gehen. Aber ich glaube, deiner Wall ist einfach gar nicht mal so schlau. Wenn ich beide Pokémon hier opfer. Ich glaube, was ich mache, ist, check das aus. Ich wechsle Quote rein, also Milotic raus für Quote. Und dann gehe ich mit Visaflor, mit dem Schlafpuder, in das Kyogre. Dann wird er meinen Visaflor töten. Das ist jetzt hoffentlich mega Big Brain, Freunde. Wenn das funktioniert, dann ist es einfach Galaxy Brain. Wenn es nicht funktioniert, dann weiß ich nicht. Dann ist blöd. Weil wenn es funktioniert, Galaxy Brain, Freunde. Ja, es müsste funktioniert haben. Es müsste funktioniert haben, Freunde. Erst deine Düse, immer in dieser Flor. Alter, ich glaube, es hat funktioniert. Ich glaube, das, Alter, bitte sagt, es ist einfach der komplette Galaxy Brain Flavor. Weil jetzt kann ich auf Solarstrahl gehen, auf Tweakboom. Oder auf Eruption Tweakboom. Das ist die Frage, was ich lieber machen will. Ich glaube, Solarstrahl ist sogar wichtiger. Auf jeden Fall auf Tweakboom. Bitte sag, dass es Galaxy Brain war. Bitte, bitte. Letztes Pokémon. Fuego vielleicht. Ja, ich gehe trotzdem mal auf den Solarstrahl und dann auf Tweakboom. Bitte sag, dass es Galaxy Brain war. Bitte, bitte sag, dass es Galaxy Brain war. Wenn jetzt einfach mein Calyrex tötet, bin ich richtig traurig. Aber wir haben ja vom letzten Kampf gesehen, dass Max Rockfall mich nicht besiegen sollte. Wäre halt jetzt ehrenlos, wenn das Kyogre einfach aufwacht. Oh, willst du mich ficken? Willst du mich eigentlich ficken? Da macht man so einen Galaxy Brain Play, nur um so hart gepunished zu werden. Willst du mich eigentlich ficken? Okay, aber ich lebe noch. Und die Betonung steht auf noch. Weil alle meine Pokémon haben jetzt irgendwie 10 KP oder so und Sandsturm ist draußen. Und ich kann jetzt nicht mehr auf Solarstrahl gehen. Bruder, warum ist das Kyogre aufgewacht? Nein! Warum musste das Kyogre aufwachen? Ey, ich glaube das nicht. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Okay. 23 auf 11. Das heißt, nächsten Zug ist mein Calyrex tot. Das heißt, wenn der Gegner protected hat, der Gegner gewonnen. Der Gegner hat eigentlich immer gewonnen jetzt. Was sage ich hier? Och, ich glaub's nicht. Ich hätte auf Hitzewelle gehen müssen oder so. Oder ich hätte Quirtle rauswechseln sollen in Milotic. Das wäre auch nice gewesen. Aber ich kann halt nicht glauben, weil wenn der Gegner nicht aufgewacht wäre, ich wäre jetzt in einfach so einer nicen Position. Ich wäre einfach in einer so nicen Position jetzt. Okay, das ist Fuego, das heißt, wir haben verloren. Ey, ich glaub's wirklich nicht, ne? Da macht man so einen nicen Play. So ein Galaxy Brain Play. Nur damit einfach Kyogre im ersten Zug aufwacht und einfach alles kaputt macht, was man sich erhofft und erträumt hat, Freunde. Das ist doch unfassbar. Oh Mann, ich will gerade. Oh, ich weiß nicht, ist einfach. Ey. Oh, Volltreffer.
Natürlich lebt er noch von Tränen. Man sieht jetzt. Okay. Ein KP hat das gemacht und. Nee, jetzt. Bro, ist doch einfach nicht zu fassen, sowas, ey. Da macht man so einen nice Play und dann sowas. Einfach nur Bro. Einfach nur Bro. Weil das ist halt mein Melotic. Das ist halt schneller als das Fuego. Ist das Problem, Freunde. Sonst hätte ich jetzt halt noch gewonnen gehabt. Außerdem geht er ja auf Mogli und dann bin ich eh tot, also. Aber ich glaube, ihr seht, das hätte ich immer gewonnen gehabt, wenn halt. Ja. Vielleicht war auch. Ich hätte auch vielleicht einfach Quotel rauswechseln sollen. Ich glaube, Quotel rauswechseln hätte mir auch den Kampf gewinnen können. Ich weiß es nicht. Aber ey, das gibt's doch einfach nicht. Da macht man so einen guten Play. Nur um dafür bestraft zu werden, dass man den macht. Das ist halt wirklich unfassbar. Halt, was soll man dazu noch sagen, Freunde? So, wisst ihr, wie ich meine? Was willst du noch sagen? Guck mal, er geht nicht mal auf Mugli. Was ist, wenn ich langsamer bin als dein scheiß Freak oder gewinne ich den Kampf? Oh. Das ist einfach traurig. So ein nicer Play. Oh mein Gott. Ich hätte halt auch auf deine Wall gehen können zum Beispiel. Aber ich finde halt einfach, was ich gemacht habe, das war eigentlich genau die richtige Sache. Ich finde eigentlich, ich habe den Kampf super gespielt. Wenn ich halt, ich glaube Solarstrahl war das, was mir den Kampf verloren hat, weil wenn ich nicht auf Solarstrahl andererseits war eigentlich schon ein guter, keine Ahnung, ich meine Max Rockfall war ja eigentlich schon ziemlich obvious, so. Das war vielleicht nicht so Big Brain. Meine Güte, und nochmal dasselbe Team von eben, nur dieses Mal habe ich ein schlechteres Matchup, weil der Gegner halt fucking Schutzbrille Glurak am Start hat. Ich werde auf jeden Fall mit Mimikma leben und dann muss ich gucken. Dieser Floor ist einfach richtig kacke in dem Kampf. Ich könnte mir mit mal Kalirex lieben. Ich glaube, das mache ich. Weil das hat einen richtigen Mindfuck für den Gegner. Da werde ich auf jeden Fall Knogger mitnehmen und Quoteln. Ich muss einfach. Oh, ich kann mich nicht mehr konzentrieren jetzt nach dem letzten Kampf, ne? Bruh. Kaum zu glauben, Alter. Ey, es gibt's halt, ey. Macht man so einen nice Play, um dafür bestraft zu werden, dass man den macht. Ich meine, noch trauriger wäre es gewesen, wenn mein Schlafbruder daneben gegangen wäre. Aber hätte ich wenigstens instant aufgeben können, weißt du? Dann hätte ich mir nicht die restliche Zeit noch verschwendet gehabt. Okay, der Gegner liegt also mit Glurak und Servold. Das heißt, ich kann einfach auf Protect und Trick rumgehen. Dann mache ich 50% Schaden gegen meinen Glurak. Ah, doch, das, ich glaube, das gewinne ich. Ich glaube, das gewinne ich, Freunde. Und, naja. Ach nee, ich kann ja meinen Schwächenschuss nicht aktivieren. Andererseits. Juckt mich das? Juckt mich das, dass ich meinen Schwächenschuss nicht aktivieren kann? Die Frage ist halt, gehe ich auf Protect oder gehe ich nicht auf Protect? Ich glaube, der Play ist es, sogar auf Protect zu gehen. Ah, oh, ich habe vergessen, dass ich meinen Schwächenschuss nicht aktivieren kann, wenn der Gegner nochmal auf Spotlight geht. Okay, er wechselt Glurak raus in wen? In Quotel. Das ist sogar ziemlich schlau gewesen. Das ist sogar mega schlau gewesen. What the fuck? Der geht auf Flächenmacht. Smart. Das heißt, ich kann meinen eigenen Bezauberung nicht umdrehen. Quotel nimmt mich komplett hops. Will ich meinen Dynamax darf, wenn ich jetzt will ich beide meine Pokémon opfern? Ich glaube nicht, aber ich will auch nicht Dynamaxen. Ich
glaube, ich gehe einfach mal auf die Pferdestärke ohne zu Dynamaxen. Weil wenn er... Ah, ich bin halt nicht sicher, ob der Gegner... Der, meine Idee wäre halt zu Dynamaxen und auf deine Erdstoß zu gehen. Gegner! Let's go! Okay. Ich habe mich nicht trollen lassen vom Gegner. Pferdestärke in das Indeedee macht da keinen Schaden. Mal gucken, was der Knuddler macht. Nicht so viel. Aber der Angriff sinkt, das ist natürlich sehr wichtig, Freunde. Was ich jetzt machen könnte, wäre meinen Serval Dynamaxen, aber da sehe ich keinen. Mein Quatsch, mein Mimikma Dynamaxen. Das Gute ist, ich habe auch die Mimikma die Polnusbeere. Leider nicht Verhöhner. Ich habe auch überlegt, ihn dem Verhöhner zu geben, habe ich aber nicht gemacht. Ich hatte richtig Schiss, eine Eruption aufs Maul zu kriegen, aber ich habe mich nicht davon kleinkriegen lassen, Freunde. Auch wenn Blizzard Lancer natürlich der Play gewesen wäre. Ich will dem Gegner halt kein Free Switching geben. Also noch nicht, ab nächstem Zug. Die Frage ist halt, geht er nochmal mit Gainer an Calyrex? Die Antwort ist höchstwahrscheinlich ja. Aber mal gucken, vielleicht doch nicht. Calyrex, komm zurück. Los, Knogger. Knogger, Knogger. Ey, ich finde es so witzig, wenn so Leute, die so kompetitiv Pokémon spielen, wenn die halt so den Sound von so Pokémon-Namen nachmachen, Alter. Okay, Flammenwurf. In Knogger, Premium. Das finde ich einfach sowas von witzig, Freunde. Ich weiß nicht warum. Aber irgendwie so Blunder oder Wolfie, wenn die das machen. Ich finde es einfach so witzig. Ich kann das aber nicht selber so richtig machen. Irgendwie so Joey ist so gerade so richtig so High-Level kompetitiv unterwegs. Er ist so, oh mein Gott, was war denn mit das und das? Und dann war er so, Saw, Saw. Und Joey ist so, was ist Saw? Ach so, wie soll Visa Floor gehen? Und dann hat Visa Floor einfach komplett hops genommen. Alter, das fand ich so witzig. So geil. Oh mein Gott. Ja, doch ein Pokémon kann ich. Pikachu! Das werde ich Mimikma anfeuern, natürlich. Nein. Mal gucken, wen der Gegner jetzt reinholt. Weil Problem ist, der Gegner kann halt immer noch auf Gainer gehen. Und ich kann ihn halt nicht davon abhalten. Aber ich habe immer noch mein eigenes Quirtle und mein Calyrex. Ich werde mal einfach mit Schattenstoßen angreifen. Ich würde halt richtig gerne einfach Dynamaxen, aber ich muss halt. Es geht halt einfach nicht, Freunde, weil ich dann halt einschlafen würde. Also mein Knogger will ich Dynamaxen, meine ich. Könnte ich halt auch sowas wie Derner Spuk gehen in das Quirtle und den nächsten Zug mit Schattenstoß darauf gehen, das, dann das Glurak töten. Aber ich glaube, es ist sogar am besten, wenn ich einfach den Gegner seinen Glurak Derner wechseln lasse, weil dann kann ich halt. Ah, ich weiß nicht, Gegner Quirtle fetzt mich halt schon komplett. Muss man halt schon sagen, Freunde. Ja. Muss man halt schon einfach sagen. Glurak ist natürlich auch jetzt in richtig, richtig nice Position, um jetzt zu Derner wechseln. Okay, Schattenstoß macht halt einfach nichts. Oh, das macht sogar mehr Schaden als ich dachte. Volltreffer, daran liegt's wohl. So, und Gainer kommt raus. In das Knogger, wie erwartet. Ich bin gespannt, wen der Glurak tötet. Nein! Ah, okay, er hat eine Schluckerwehre. Ich dachte, das hat, ist sein Leben gegangen. Okay, wir wissen, dass der Gegner eine Schluckerwehre hat. Und wir sehen, dass ich absolut null Schaden mache. What the fuck? Okay, nächsten Zug kann ich das Quirtle töten. Außer Glurak tötet halt jetzt meinen. Knocker, sieht nicht so aus. Okay, Mimikma. Das heißt, was ich mache, ist, ich gehe jetzt einfach mit meinem Quirtle auf einfach eine anders heftige Eruption, Freunde. Es wird Glurak nicht hops nehmen, aber es wird auf jeden Fall den Range von Glacial Dance bringen. Die Frage ist, will ich Knogger rauswechseln oder nicht? Ich glaube sogar, ich will Knogger einfach nicht rauswechseln. Und dann damit das Glurak angreifen. Das glaube ich. Es ist halt ein bisschen dumm. Aber es könnte sich lohnen. Es könnte ein gutes Payoff haben, Freunde. Es ist wirklich ein bisschen dumm. Wirklich ein bisschen sehr dumm. Aber mal gucken, Freunde. Mal gucken. Weil der Grund ist halt, wenn der Gegner halt nicht auf Schutzschild geht mit dem Glurak, dann kann es halt töten. Let's go! Dumme Plays forever! Let's go! Oh. Es ist nicht tot. Bitte stirb. Nein! Okay, er hat Knogger angegriffen. Oh, das ist sogar richtig gut, Freunde. Glaube ich. Oder? Ist das gut?
Vielleicht. Muss ich gucken. Guckst du? Nein! Glurak lebt noch! Oh oh. Warum lebt denn Glurak noch? Bruder! Was? Warum lebt denn Glurak noch? Was ist das denn? Hatte. Ich dachte, ihr habt ein Leben rum. Was ist das letzte Pokémon? Höchstwahrscheinlich Sashiren. Ich weiß, was zu tun ist, Freunde. Hoffen! Wir müssen hoffen! In die Macht von Quote! Ja! Ohne Witz, Dynamax Quote könnte das gewinnen. Halt, no joke. Halt, no joke, Freunde. Mal gucken, was der Gegner macht. Wenn er einfach komplett Galaxy Brain ist, würde der mein Quote, aber davon ist nicht auszugehen. Nein! Wurde outplayed, Freunde. Aber dass es Glurak noch lebt, das ist doch unfassbar. Das ist doch wirklich unfassbar. Mann, warum krieg ich so hart aufs Maul? Ich verstehe es nicht. Das ist halt wirklich ein KP oder so. So sad einfach. What the fuck? Warum? Warum habe ich so viel Pech? Ich verstehe es nicht. Ich habe einfach die letzten 3 Tage, die ich Pokémon spiele, einfach sowas von viel Pech, ne? Er kriegt auch noch einen Volltreffer! Junge! Halt nicht, dass es in irgendeinerlei sich gemettert hätte, ne? Aber ich meine, what the fuck, Bro? Ey, ich bin so fucking salty. Warum zur Hölle muss man so viel Pech haben, wie ich jetzt gerade Pech habe? Es ist doch unmöglich. Er wartet mir extra 4 Tage, dass man fucking gute Laune hat. Ja? Ich habe extra 4 Tage lang nicht fucking Pokémon gespielt, damit ich meinen Kopf frei kriege. Damit ich es schaffe, mich besser auf das Spiel zu konzentrieren. Ja? Dass ich endlich mal an einem Tag spielen kann, wo ich mir nicht denke, Alter, Dynamax ist ja so scheiße, damit dass der Gegner in dem richtigen Moment, Dynamax gewinnt den Gegner einfach, damit dass der Gegner einfach komplette Cheese-Strategien hat, die nur auf Dynamax-Meter gut sind, gewinnt der Gegner einfach, dadurch, dass der Gegner Sashin hat, was alle meine Dynamax-Pokémon-Gegner hat, gewinnt der Gegner einfach. An extra habe ich gewartet, auf einen Tag, wo das nicht der Fall ist, wo ich das nicht denke. Ich habe extra gewartet. An einem Tag, an dem einfach die Sterne so stehen, dass ich einfach fucking Pokémon spielen kann, ohne dass ich salty werde. Ich habe mir gedacht, ey, gute Laune, ein bisschen Pokémon zocken. Und dann, ja, vielleicht ein paar Windsnacken so. Ich meine, das Team ist ja mega gut. Es lag ja auch nicht am Team, dass ich verloren habe. Es lag einfach daran, dass ich so viel fucking Pech habe. Bruder, die ganzen die Sterne, die sind gerade einfach in einer fucking Reihe, Alter. Jeder einzelne fucking Stern, ja? Und damit ich hier jetzt mein fucking Spiel so spielen kann, wie man es soll, ja? Und nee. Nee. Wird mir einfach nicht gegönnt, das fucking Spiel zu spielen. Habe ich Quotel mitgebracht? Das ist unmöglich.
Goodbye, my love. Goodbye, my friend. Jetzt spielen wir das Spiel, wie töten wir Kyoto. Weiter geht nach Zugabe. Weiter geht nach Triebbetrug. Wir spielen das Spiel, was zum Fuck macht das Strolch-Pokémon. Das spielen wir jetzt, Freunde. Seid ihr dabei? Ja. Habt ihr Lust? Nein. Alter, ich hasse fucking Dynamax. Ich dachte echt, mit dem richtigen Team, mit der richtigen Einstellung, schaffe ich es irgendwie fucking Spaß zu haben. Dass ich genau das nicht denke. Dass ich nicht denke, man, ich hasse Dynamax, sondern dass ich denke, wie zum Beispiel in Series 8, in Series 9, wo ich Rang 5 erreicht hatte, dass ich mir da denke, so, ich schaffe es, all diese negativen Aspekte von Dynamax zu einem fucking Vorteil zu machen. Ja. Indem ich Leute einfach cheese damit. Aber das ist nicht passiert. Er hat Trickbetrug. Er hat fucking Trickbetrug. Zum Glück hat Schattenstoß Priorität. Beziehungsweise ich bin langsamer. Und ich habe seinen Hozasse Haupt genommen. Das war halt das Pokémon, wovor ich am allermeisten Angst hatte. Aber ich habe einfach den Gegner einfach komplett hard outplayed, Freunde. Er hat einfach einen Focus Code. Ey, ich bin so froh, dass ich Schattenstoß auf Mimikma hab, ne? Ey, Mimikma einfach MVP. Komplett, Freunde. Wenn er einfach nicht sein Hozasse reingewisselt hätte, hätte er höchstwahrscheinlich gewonnen. Aber dann, ich meine, stimmt es? Wahrscheinlich schon, oder? Er hat Libano. Höchstwahrscheinlich hat er Tiefschlag auf Libano. Was ich also machen werde, ist mal wieder auf einen schlauen Play zu gehen, zur Abwechslung mal, und auf Schutzschild gehen. Weil damit das kann ich halt scouten, ob der Gegner Tiefschlag hat. Er hat also nicht Tiefschlag, das heißt, wir wissen, er hat nicht Tiefschlag. Das heißt, nächsten Zug können wir einfach nochmal auf eine richtig fette Blizzard-Lanze gehen, Freunde. Doch, er hat Tiefschlag, okay. Das heißt, ja, wir wissen, dass er Tiefschlag hat. Das heißt, ich glaube, was ich machen werde, ist, ich opfere mein Calyrex. Drücke Irrlicht und gewinne den Kampf mit G-Max Visafloor. Das ist jetzt mein Big Brand Play. Er protected Kyogre. Premium. Er geht auf Tiefschlag. Ey, ich schwöre, wenn ich jetzt misse, dann weiß ich nicht, was ich mache mit meinem Leben. Ey, wenn ich jetzt misse, ne? Jeden Zug, den Gegner outplayed. Jeden Zug. Ey, das ist unmöglich. Und das Geile ist, weil Bezauberung draußen ist, ist mein Mimigma langsamer als Libado. Das heißt, wir können auf einen richtig fetten Knuddler gehen, Freunde. Ey, ich hab den Gegner einfach jeden fucking Zug outplayed. Wenn ich jetzt noch irgendwie richtig viel Pech habe, deswegen die Kampf verliere, bin ich einfach ultimativ salty. Ist das Libano? Nice. Ich fall vom fucking Glauben ab. Ey, das gibt's doch nicht. Okay, ich treffe. Ich treffe, das ist schon mal gut. Ey, ich fall wirklich vom Glauben ab. Aber ich glaube, Libano ist einfach im Range von meinem Schattenstoß. Im nächsten Zug, dank der Geißel und dem Burn Damage. Und vielleicht auch Nebenraub Damage. Nice. Mein indischer Bäumesfreund findet mein altes
Video nice, das finde ich witzig. Also, aber falls ihr das nicht wusstet, ich habe jetzt einen TikTok, da habe ich so ein paar Minecraft-Sachen hochgeladen. Wird euch höchstwahrscheinlich überhaupt nicht jucken, außer ihr seid Phantom. Aber der weiß es schon. Das heißt, jo, könnt ihr mal reingucken, falls ihr Lust drauf habt. Aber das fand ich mega witzig einfach. Okay, er hat Leben Orb. Das heißt, Liga-Geister plus Burn plus Schattenstoß müssen die Gegner hops nehmen. Und dann kann ich das Kyogre auch hops nehmen. Oh oh. Das nimmt ihn nicht hops. Vielleicht. Ich glaube, das nimmt ihn nicht hops. Verdreht die Dimension, ist wieder normal. Leider, leider. Mal gucken, ob dieser Floor das jetzt hier rumreißen kann oder ob der Gegner keine Ahnung was kriegt. Schattenstoß. Ich bin schwer beeindruckt. Von Mimikma. Ach, der war normal effektiv. Trotzdem bin ich schwer beeindruckt. Ursprungsvogel. Geht daneben. Oh, endlich mal ein fucking Win, Freunde. Alles, was es brauchte, ist, dass ich den Gegner jeden Zug outplaye. Glaubt mir, das Team ist gut. Glaubt mir. Bitte. Bitte. Nein, es ist also. Es ist ja gut. Ich war damit, glaube ich, top 300 auf Showdown. Ich weiß nicht mehr. Ich habe danach halt auch richtig viel Pech gehabt. So. Und ich habe trotz allem noch Lust, einen Kampf zu machen. Ja. Ja, habe ich trotz allem Lust. Einen Kampf machen wir noch, danach höre ich dann auf mit Leben, nein Quatsch, mit fucking Pokémon erstmal. Weil, das, hey, diese zwei Niederlagen, die eine davon, da kann man sagen, okay. Aber naja. Okay, wir kämpfen wieder gegen Kyogre, wieder ein Team, wo Milotic richtig gut ist. Vor allem die kommt. Was ist eigentlich überhaupt nicht der Fall? Es ist nur gut, weil er geht an die Meteoros hat. Die Frage ist, was will ich machen? Ich glaube, ich lege Quote mit dieser Floor, weil das einfach mega gut ist in den Gegner. Und dann werde ich Calyrex mitnehmen und eventuell Mimikma. Ja, das mache ich. Freunde, der gute Zack hat gefragt, was ist euer am wenigsten liebstes Mutated-Pokémon? Ich meinte Sashin, weil es halt, man kann halt einfach keinen Spaß haben mit Sashin. Ich werde auch übrigens, ach ja, ich habe ein Saarstehen-Team gebaut, beziehungsweise ich bin dabei, eins zu bauen. Ich habe ein bisschen Angst, dass der Gegner Regentanz hat. Ich könnte mir vorstellen, einfach Instant beim Visa Floor zu Dynamaxen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Sashin-Team noch zu Ende bauen werde. Ich habe es halt noch nicht einmal benutzt. Genau, was will ich jetzt machen, ist die große, große Frage. Ich würde Quotel eigentlich gerne rauswechseln, aber ich habe Angst, dass er gegen der Regentanz hat, wie gesagt. Also werde ich einfach mal. Die Frage ist halt, gehe ich auf Schlafbruder? Weil eigentlich wäre es sogar Premium, wenn ich einfach Instant Dynamaxen würde. Wie so ein richtiger Noob, Freunde. Wie so ein richtiger Noob. Einfach Instant Dynamaxen. Das ist halt einfach, es ist halt wirklich einfach die Noob-Sache zu tun. Aber der Gegner hat halt wenig gegen Calyrex hinten drin, ne? Sobald die zwei Pokémon tot sind und eventuell Eleki auch noch. Wobei Eleki ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ich muss mal gucken, was jetzt passiert ist, dann kann ich beurteilen, was ich machen will. Das ist halt eine mega tricky Situation. Okay, er protected Kyogre, damit bin ich vollkommen in Ordnung. Weil Boreas müsste wahrscheinlich sterben. Er geht auf Verhöhner. Also okay, das schon, läuft schon mal ziemlich gut. Gut, dass ich nicht auf Schlafpuder gegangen bin. Ich kriege schon mal mega viel Chip auf dem Kyogre. Okay, so viel dazu. Und ich müsste Boreas töten, wenn ich treffe, weil ich habe Warglas auf dem Kotel. Das heißt, triff. Okay, reicht das aus?
Nice. Das reicht aus. Okay. Ein Pokémon ist schon mal down. Der Gegner hat weder Rückenwind noch Regentanz rausgekriegt. Mal sehen, was der Gegner jetzt für ein Pokémon reinholt. Außerdem hat der Gegner sein Verhöhner-Pokémon gerastet, das heißt, es ist viel einfacher, Bezauberung rauszukriegen als im Lied zum Beispiel. Da hätte ich sowas machen können wie im letzten Kampf. Okay, der Gegner hat die Meteoros, wie es aussieht. Dagegen ist Calyrex natürlich ziemlich Premium, bekannterweise. Das heißt, es ist sogar für mich persönlich voll in Ordnung, jetzt einfach das Kyogre zu töten. Und einfach nochmal auf eine Hitzewelle zu gehen, um nochmal richtig viel Chip zu kriegen. Ja, ich glaube, wenn ich Demeteros, wenn ich Kyogre töte, geht Calyrex einfach komplett crazy. Ich muss halt aufpassen, dass der Gegner nicht zu viel Schaden darauf macht. Okay, er wechselt das Kyogre raus, ziemlich schlau. In Hotsasa, okay, das war wirklich sogar mega schlau, ja. Aber das heißt, die letzten Pokémon. Ich weiß nicht. Also, wenn er jetzt. Er muss sich halt entscheiden, wie er angreift. Greift er meinen Quotel an oder greift er meinen Visaflor an? Wenn er halt Er muss halt meinen Quotel angreifen, damit halt sein Hotsasa nicht durch eine Hitzewelle drauf geht. Das weiß der Gegner, denke ich mal. Der Geistel kommt raus, macht dann einfach null Schaden. Das heißt, er wird höchstwahrscheinlich meinen Quotel angreifen. Und das heißt, ich kann halt Calyrex gehen, einfach auf Glacial Lance gehen. Ja, er geht auf den Anschluss. Perfekt, das heißt, ich kriege meinen Calyrex rein. Reicht das überhaupt aus? Ja. Ist natürlich schlecht. Aber Glacial Lance müsste halt Hotsasa killen mit dem Chip. Wahrscheinlich auch ohne den Chip, aber. Naja, der Punkt ist halt, wir kriegen Calyrex rein. Und ich habe leider nicht mehr mein initiativ investiertes Calyrex. Halt, Moment, der Gegner hat. Der Gegner könnte einfach. Oh oh. Der könnte mich einfach hops nehmen. Es ist vielleicht sogar besser, Mimikma zu gehen. Weil ich habe die Brunusbeere, das heißt, damit kriege ich garantiert Bezauberung raus. Es ist wahrscheinlich sogar besser, als Calyrex zu gehen. Leider habe ich nicht den Meteorologe auf Bisaflor. Das hatte ich halt ursprünglich. Habe ich jetzt aber nicht mehr. Ich könnte mir also vorstellen, mit einem Deiner Giftschwall entweder. Doch ich glaube, ich chippe einfach mal das Amogus. Ich brauche halt eigentlich meine Pokémon jetzt nicht mehr. Der Gegner würde niemals mit der Bonusbeere rechnen, einfach niemals. Und dann ist halt die Frage, killt der Gegner mein Visaflor oder nicht? Deiner Düse, ja. Das war vielleicht sogar doch nicht der Play. Mein Teil raus. Ich wäre vielleicht sogar doch besser gewesen, Calyrex zu gehen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Freunde. Ich weiß es wirklich nicht. So, Pilzspore, aber wir wachen halt wieder auf. Nee, ich glaube, das war sogar ein Joke, was ich gemacht habe. Wenn ich Calyrex gegangen wäre, hätte ich, glaube ich, gewonnen gehabt. Ey, ich bin wirklich mega dumm, oder? Weil jetzt kann er einfach meinen Calyrex einschläfern und ich kann nichts dagegen machen. Oder? Ich würde doch sagen, ja. Es ist doch genau, was gerade passiert, oder? Ist es nicht 1:1, was gerade passiert? Er schläfert einfach mit Calyrex ein, dann ist GG. Würde man doch vermuten, oder? Würde man schon vermuten, ja. Würde man vermuten. Ich glaube, ich habe einfach komplett gechoked. Ey, bin ich einfach komplett dumm oder was? Glacialance hätte den Kampf doch instant gewonnen gehabt, oder nicht? Ich hatte halt Angst vor deinem Rockfall, aber hat der Gegner das überhaupt? Und ich glaube, wir tanken das halt sowieso, auch wenn der Gegner ein Lebrock hat. Oder? Müssen wir doch eigentlich. Deiner Ball. Ja, er hat die Pilzspore. Aber sobald wir aufwachen, können wir halt den Kampf gewinnen, Freunde. Das ist halt das Gute. Wir müssen halt nur hoffen, dass keine nächstes Kyogre hops nimmt, aber ich glaube, plus 2 Pferdestärke müsste ihn halt hops nehmen. Und vor allem, wenn wir kriegen ja sowieso noch 1 bis 2 Kills, bis Kyogre reinkommt.
Aber ich glaube trotzdem, es wäre der Play gewesen, Kha'Zix zu gehen, einfach Blizzard-Lanzer zu drücken. Der Gegner sieht nicht aus nach einem Gegner, der Max Rockfall hat. Das heißt, ich hätte einfach instant gewonnen gehabt, wenn ich Kha'Zix gegangen wäre. Jetzt hängt es halt davon ab, ob ich aufwache oder nicht. Und das halt, ist halt eklig für das Team. Normalerweise spiele ich ja sowas wie Eisenkugel auf Kotel, aber hier bringt mir halt die Eisenkugel auch nichts mehr. Okay, er wechselt hart seinen Kyogre rein. Es hängt jetzt also davon ab, wache ich jetzt auf, weil wenn ja, dann habe ich, glaube ich, instant gewonnen. Mal gucken. Wache ich auf. Okay, er schläfert mich wieder ein. Ist halt ein bisschen blöd, nicht verhindert zu haben im ganzen Team, aber ist nicht so schlimm. Wache ich auf. Ich schlafe noch. Oh mein Gott. Aber jetzt kann ich theoretisch mit beiden Pokémon aufwachen. Also ich mit Kha'Zix aufwache, ist sogar recht wahrscheinlich. Sogar sehr wahrscheinlich. Wenn ich mit beiden Pokémon aufwache, habe ich höchstwahrscheinlich gewonnen. Wenn ich nur mit Kha'Zix aufwache, habe ich auch wahrscheinlich gewonnen, weil ich könnte einen Water Spot oder eine Ursprungswoge müsste ich eigentlich tanken. Oder einen Siedewasser. Das müsste auch heißen, dass ich gewinne. Okay, Mimikma wacht auf, Schattenstoß kommt also raus. Oh, das macht mega viel Schaden, war das ein Volltreffer? Bro, ohne Witz. Ich glaube, der könnte mattern. Ich glaube, der könnte gemattert haben. Ah, okay, nicht unbedingt. Junge, wie kann man so viel Pech haben? Wie? Wie ist das möglich, so viel fucking Pech zu haben? Es muss doch physikalisch fucking unmöglich sein. Was ist das denn? Hat jemand meine Switch gehackt und mein Handy oder was? Wie kann man denn so viel fucking Pech haben? Junge, da muss halt... Ey, das Team, das habe ich, dagegen habe ich doch schon so oft gespielt, Mann. Ich hasse dieses scheiß Team, Mann. Ich weiß nicht, wie es möglich sein kann, so viel fucking Pech zu haben, Freunde. Ich würde halt schon gerne bis auf Floor lieben, so. Ich weiß nicht, wie das möglich sein kann. Es müsste eigentlich die fucking Polizei kommen, die Tür einschlagen. Warum hast du so viel Pech? Wie geht das? Ha? Was los? Ich bin so fucking pissed gerade. Ich kann... Oh. Mein Gott. Ich struggle in fucking... Superballtier, Alter. What the fuck? Das hatte ich ja seit keine Ahnung wann nicht mehr. Oder noch nie so ein nutzloses Bisaflor gesehen, in meinem ganzen Leben nicht, ey. Okay, Mimikma, weil ich den Attacken ja aus vom Gegner. Ich bin halt so salty, ich kann einfach gar nicht mehr spielen, ey. Normalerweise wäre ich, also wenn ich nicht so salty wäre, wäre ich vielleicht mit Melodic geliehen. Miss? Nein, kein Miss. Okay. Ich überlebe auf einem KP. Wie? Wie? Wahrscheinlich, weil er eine fucking Schutzbrille hat. Nee, hat Leben auf. Okay, Mimikma dodge it. Oh, sogar gedodged. Das Geile ist halt, ich habe eh die Protosbeere, aber das muss der Gegner ja nicht wissen. Jetzt ist die Frage, auf welches Slot wird der Gegner Schlafbrille drücken? Drückt eine 1 für Mimikma, drückt 2 für... keine Ahnung was. Ich werde auf jeden Fall jetzt meinen Kha'Zix rein...
Ich hätte einfach instant gewonnen gehabt, wenn ich gerade nichts gehabt hätte. Es ist einfach so unwitzig. Ich spiele einfach so mega schlecht gerade. Ich bin einfach zu fucking salty, um das Spiel zu spielen. Jetzt einmal Solarkraft plus Schattenstoß müsste den Gegner einen Mensch von Eruption bringen. Und bitte geh mit Schlafbruder in mein fucking... Ah, danke. Ja, das Geile ist halt, dass ich fucking Brunusbeere habe. Das weiß der Gegner aber natürlich nicht. Das heißt, jetzt werde ich Melodik reinwechseln, weil der Gegner höchstwahrscheinlich Fuego gehen wird. Und einfach mal die übelste Eruption EU West einfach mal droppen, Freunde. Einfach mal schisch, einfach richtig reinhauen. Okay. Schlaf, mein Lieber, schlaf ein. Das hat mir meine Großmutter immer vorgesungen, in den guten alten Zeiten. Hat der einen fucking Focus Group? Bruh. Er hat einen fucking Focus Group. Und er geht auf Ehrenkräfte. Es ist natürlich schlecht, dass ich jetzt in Eruption gelockt bin. Aber reicht ja trotzdem aus für das Visa Floor. Und Melodic ist jetzt einfach ein richtig nice Dynamax-Kandidat. Wo das Visa Floor jetzt weg ist. Ich kann mir gut vorstellen, einfach mal auf den Max Geyser zu gehen. Sehe ich kein Problem mit. Bin gespannt, ob er seinen Visa Floor rauswechselt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er halt Fuego hinten drin hat. Ich habe halt ein bisschen Angst, dass der Gegner einen Schwächenschutz hat, das Groudon. Aber Problem ist halt, wenn man so viel Showdown spielt wie ich, da kann man sich einfach nicht jedes Team auswendig merken. Und ich spiele halt nicht wirklich viel Showdown. Also ich habe schon viel Showdown, also in letzter Zeit nicht wirklich. Ich habe viel weniger Showdown gespielt und generell auch viel weniger Pokémon. Weil ich immer gemerkt habe, dass ich mich immer auf lange Zeit viel weniger konzentrieren kann. Wie zum Beispiel im jetzigen Kampf, wo ich einfach mega unkonzentriert spiele. Okay, dieser Floor ist tot. Kein lästiges Schlafpuder mehr. Schlafbruder. Schlafbruder. Naja, mal gucken, ob Groudon einen Schwächenschutz hat oder nicht. Aber Melodic muss da langsamer als Groudon sein, das heißt, in der Theorie ist das nächste Zug einfach tot. Und dann sehen wir auch das letzte Probe auf dem Redner. Höchstwahrscheinlich. Es könnte sogar Nachtara sein. Schlaf, mein Lieber, schlaf an. Er hat Reginald Ilecki, den Boy. Letzter Zug vom Bizarro-Raum. Das heißt, ich werde Groudon angreifen. Mein Quotle ist Hot Trash. Ich glaube trotzdem, dass ich dieser Floor reinwechseln könnte. Ne, ich glaube, ich wechsle lieber mit Migma rein. Ich glaube halt, mit Migma ist meine Wincon, aber ich glaube nicht, dass der Gegner dazu kommt, meine Migma anzugreifen. Kann ich mir kaum vorstellen. Wenn er jetzt nicht mit Elektro protected, einfach krass. Ach, ich habe mein Kostümspuk nicht mehr. Okay, das ist schlecht. Okay, ja, Dynamax ist. Geht er auf deiner Wall, ja oder nein? Ich könnte mir sogar echt gut vorstellen, dass der Gegner das einfach nicht macht und mich einfach komplett hops nimmt. Damit wäre ich sogar voll in Ordnung. Es ist voll. Hey, Dynamax Groudon? Tankt Groudon die Dynaflut? Wahrscheinlich, oder? Höchstwahrscheinlich. Okay, er protected Ilecki. Das heißt, das habe ich schon mal richtig hart outplayed. Dynaflut kommt raus. Oh! Milotic. Milotic einfach. Das fühlt sich richtig gut an, Mann. Das fühlt sich richtig gut an. Guck mal, ein Kampf, wo ich kein Pech hatte. Wie geht das denn? Ich dachte, es ist unmöglich. Nani? Ich dachte, es wäre unmöglich. Aber wir haben es geschafft, einen Kampf zu